Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toto mit Let's Play Skyrim und wir sind hier dann wieder genau vor dem Haus, nämlich der Bruderschaft. Und mir lasst aber eines keine Ruhe, nämlich wir haben da ja die Quatschen in einer Tour gekauft, sonstiges, und Seelensteine, gewöhnlicher Seelenstein gefüllt mit gewöhnlicher Seele. Das ist ja nicht so wenig. Einen leeren haben wir da. Kleine Seelensteine haben wir 4 Stück, winziger Seelenstein leer 4 Stück und mittlerer Seele haben wir auch einen winzigen Seelenstein. Jetzt denke ich mir, wir müssen da doch irgendwas damit machen können. Nach wie vor, wir haben uns jetzt ausgeruht. Da gibt es auch einen Bonus. Objekte Magie, sorry Leute. Einen aktiven Effekt, nämlich gut ausgeruht, ja. Alle Fertigkeiten verbessern sich 8 Stunden lang 10% schneller, genau. Und Ausdauer verstärken, das war der Kynaris Segen, den haben wir wieder beim Altar von aktiviert. Ich habe gerade überlegt, was wir da jetzt im Inventar haben. Ich brauche, glaube ich, eine Rüstung oder irgendwas, worauf ich dann den Zauber anwenden kann. Wir werden da jetzt die alte Robe mal zerlegen. Schauen. Wo ist denn unser Feental? Komm her, ich brauche da was von dir. Bin immer noch da. Wir müssen da irgendwas tauschen. Was soll ich nehmen? Nämlich, ich brauche von dir Waffen nicht, nämlich eine Bekleidung nehme ich da. Nämlich Lederrüstung hat er jetzt 2, dann nehme ich ihm jetzt eine mal weg. Ja, okay. Und den Lederhelm nehme ich ihm auch weg und dann mal los. Vielleicht können wir jetzt endlich einmal mit der Magie beginnen. Wir ignorieren die alle mal ganz. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Flux und beginnen mit dem Entzaubern. Wir haben da dieses nordische Schwert. Buah. Sucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Na, eigentlich nicht. Das Ziel erleidet 5 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer und pipapo, das wollen wir nicht. Ich wollte eigentlich Novizenrowe der Zerstörung entzaubern. Ja? Magika regeneriert sich 50% schneller, Zerstörungszauber braucht 12% weniger Magika. Genau. Und den Ring des schwachen Hiebs, den haben wir. Ja? Aber wir machen das einmal, ja? Du hast die Zerstörung und Magika-Regeneration verstärken Zauberung erlernt, indem du diesen Gegenstand zerstört hast. Okay, Verzauberung ist jetzt verbessert. Wir steigen zuerst auf. Sorry Leute. Einmal so, neue Stufe, aufsteigen und Magika 20, Gesundheit und Ausdauer. Wir werden da einmal ein wenig auf Gesundheit setzen und dann Verzauberung, wo haben wir denn das? Verzauberung da. Neue Verzauberungen sind 20% wirkungsvoller. Das machen wir doch auch gleich und somit ist das auch schon geschehen und den arkanen Verzauberer weiter benutzen. Wir haben jetzt einen Gegenstand, den wir verzaubern möchten und ich nehme mal her Lederrüstung, Lederhelm fein. Wir nehmen die einmal her. Sonst muss ich das ganze Zeug noch einmal hochladen. Es ist egal, ich probiere es jetzt einmal. Verzaubern eben mit Zerstörung. Ja. Verbrauchen 5% und 10% Seelenstein, gewöhnlicher Seelenstein. Wir werden den einmal nehmen und jetzt verzaubern. Okay.
ausgewählte Verzauberung kann nicht auf diesen Gegenstand angewendet werden. Ha, verflixt, Leute. Lederrüstung, Lederhelm, fein. Da, ich kann den Helm Silberring. Jagdbogen, fein. Das wäre alles ein Blödsinn. Wir probieren das. Lederrüstung. Oh. Ah, ich habe da jetzt ein Problem damit. Wir probieren das mit den Eisenstiefeln. Und weil ich möchte das nämlich gleich tragen auch. Und verzaubern. Und geht das? Geht alles nicht. Klar, wir können da jetzt nur den Ring verzaubern. Und ich kann nur einen tragen. Aber egal, wir schauen vielleicht, wie das mit dem Lederhimmel fein war. Da haben wir dann, verzaubern haben wir schon angenommen. Ausgewählte Verzauberung kann nicht, aha, auf diesen Gegenstand angewendet werden. Ist das jetzt kompliziert oder nicht? Lederhelmfein, da geht was. Lederrüstung, Zerstörung. Wir werden noch einmal einen Lederhelm probieren. Aha. Was geht denn das? Nur auf die Lederrüstung? Okay, Leute. Seelenstein hatten wir. 2% und 10% schneller. Da werden wir nicht diesen verwenden, sondern diesen. 1% und 10% schneller. Ja, das ist auch okay. Und wir stellen das her. Das ist eine ordentliche Verzauberung. Studiert aber bitte weiter. Ihr habt erst an der Oberfläche gekratzt. Ja, du hast recht. Und wir haben da was verzaubert. Und jetzt schauen wir nach. 50 war die was wert. Und jetzt noch einmal nachgeschaut. Bekleidung. Leder. Lederrüstung. Ja, die hat ja einiges an Wert gewonnen. Seht ihr? Das passt ja auch schon. Und die können wir in Feendal anziehen. Schauen wir, ob der sie brauchen kann. Komm her. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Ja, du nimmst jetzt da einfach mal schnell die Lederrüstung wieder retour. Die Lederrüstung, ja? Okay. Gebe ich dir einfach so. Ja. Okay, und den Lederhelmfein kannst du auch wieder behalten. War eben nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wir brauchen da schon etwas mehr Fertigkeiten. Puh, Leute, leider, ja. Aber egal, wir haben es probiert. Wir wissen jetzt, wie es geht. Und hirschen jetzt mal schnell runter zu den. Ich war jetzt ganz woanders, sorry Leute. Zu den Gefährten. Wir sprechen da jetzt mit den Gefährten. Man muss da an so viel denken. Haben auch noch vergessen, wir haben ja diese Zauberfertigkeitsbücher gekauft. Die müssen wir auch noch aktivieren, indem wir sie lesen. Dann in die Shortcut-Leiste reintun. Und das mache ich dann auch gleich jetzt noch. Bücher. Hier sind sie, nämlich den Frostbiss, den werden wir gleich benutzen. Neuer Zauber erlernt Frostbiss, heilende Hände, damit wir unsere Mitglieder heilen können. Und dann die Seelenfalle, auch sehr wichtig. Und das Zaubertrankrezept habe ich auch gekauft, nur habe ich jetzt, das können wir auch gleich mal lesen, Zaubertrankrezept Magica wiederherstellen, Riesenflechte und Perle. Wobei, ja, wir haben keine Riesenflechte, ja. Schriftrollenzauber, wo ist denn das jetzt drin? Ba, 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 ba.
Ah, sorry, ich bin doch total weg. Wir haben da die aktiven Effekte schon gezeigt. Zerstörung, Beschwörung, Wiederherstellungszauber, nämlich Heilung, heilende Hände. Das tun wir gleich in die Shortcut. Beschwörung, Seelenfalle auch in die Shortcut. Und Zerstörung ist da Frostbiss, genau. 7 pro Sekunde ist auch nicht unbedingt viel. Ah, das sind nur die Kosten. 8. Also Schaden richten die alle gleich viel an, ja? Gut so. So weit, so gut. Und jetzt. Aber nix wie runter. Zu den Gefährten. Solange unsere Boni noch halten, einigermaßen. Wir sollten. Und da ist sie, meine Freunde. Die nackte Wahrheit. Wir schauen jetzt noch schnell, ob wir das auch noch aktiviert haben. Der Weg der Stimme, der Vermisste, nein. Wir möchten nämlich da Verschiedenes, sprich mit dem Anführer. Und das werden wir gleich mal ausklinken. Verschiedenes, sprich mit dem Anführer. Genau, der Gefährten. Dann ja, können wir nämlich unseren Zauber einsetzen, wenn wir ihn nicht finden. Auf geht's. Auf geht's. Ich denke, wir werden den schon noch finden. Wir schauen mal, was wir da haben. Wo ist ein Hellsehen? Hellsehen, und das werden wir gleich einmal probieren. Da drüben steht er irgendwo. Genau, und passt auch. Die Axt sollten wir auch nicht ausrüsten, glaube ich. Wir werden die zurückstecken, weil die ist ja unser Zeichen, und weg damit und schauen gleich mal nach. Wir haben hier das alte nordische Schwert, das rüsten wir im Fall aus und dann passt das auch schon. Okay. Sind wir wieder vorne dabei? Ich habe Gerüchte über euch und Skia gehört. Und wenn ihr weiter Ohren haben wollt, solltet ihr so tun, als sei dem nicht so gewesen. Oh. Ist das nicht erlaubt? Es ist nicht wirklich verboten, aber trotzdem stimmt es nicht. So viel dazu. Okay. Seid ihr bereit für die Jagd heute Abend? Ich habe nachgedacht. Wir sollten etwas diskreter sein. Es ist nichts falsch daran, was wir machen. Ihr wisst, dass das dem Alten nicht gefällt. Wir sollten einfach darauf achten, dass es nicht zu offensichtlich ist. Aha. Aela. Da braut sich was zusammen. Mein Schild hat einen schlechten Blick. Damit wir da nicht was Blödes machen, na, wir tun da nämlich gleich heilende Hände auf die rechte Seite, so. Kenne ich dich auch? Tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Ja, Torwart, komm, erzähl mir gleich was, ja? Was wollt ihr denn jetzt wieder von mir? Ah, wir kennen uns schon, hä? Okay. Ich will ja nichts von dir, komm. Wir müssen nämlich den Chef sprechen. Und deswegen klopfen wir da im Untergrund mal an. Und da waren wir ja auch noch nicht. Sorry, folks. Aber es verfliegt. Was zum? Was ist mit dir? Mit dir habe ich ja schon gesprochen. Du? Was braucht ihr? Ihr braucht etwas? Ja, wir fragen dich nochmal. Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Aela, Skior und die Brüder Farkas und Vilkas. Kotlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Okay. Lebt wohl. Ja, danke vielmals, du bist der ganze Nette, und jetzt will ich aber sehen, wo der zu Hause ist, nämlich da vorn, und wir schauen uns da kurz gleich einmal um. Das sind die Quartiere, ja, kommt ja auch gut, wenn wir schon mal hier sind, und wir müssen da, ja, ist er wirklich heimelig hier unten?
Überall gibt es Essen ohne Ende und ich weiß auch nicht, was Pipapo davon. Kennen wir dich? Ja, Ria, dich kenne ich ja auch schon. Aber ich glaube, wir müssen jetzt da lang. Ja. Steck weg, damit uns keiner eine auf die Nuss gibt. Da auch Quartiere und so. Ja, passt ja. Passt ja alles. Und wo ist denn jetzt das Schiff? Ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Okay, Leute, ich denke, das war's für dieses Mal wieder. Die Zeit ist dahin und wir sprechen das nächste Mal eben mit dem Chef von den Gefährten. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wir haben das erste Mal was entzaubert und ja, verzaubert. Es funktioniert ja. Wir müssen nur dieses Zeug auch noch etwas leveln. So wie eben die Schmiedekunst und Tod und Teufel. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Feendal hinter mir gehen schon wieder. Und ja, beim nächsten Mal einen Spruch der Gefährten auf den Lippen. Okidoki, euer Toso. Ciao.